Glück auf Asa, schön, dass du dir ein Käffchen lang Zeit nimmst. Manche Menschen sagen ja, ohne Kaffee kommen sie gar nicht durch den Tag. Wie sieht das bei dir aus? Nee, bei mir ist es nicht so wirklich. Also ich komme auch so, ich bin auch, muss sagen, ich bin ein Morgenmuffel. Aber trotzdem brauche ich keinen Kaffee. Ich bin eher dann halt, wenn es sein muss, Espresso. Aber meistens versuche ich aber bei Tee oder irgendwas zu sein. Mhm. Wann genießt du denn so ein Heißgetränk dann am liebsten? Morgens. Also morgens, wenn du im Büro bist. Das heißt, wenn du halt gezwungen bist, kein Frühstück zu essen, dann machst du dir einen Tee und nochmal einen Kaffee. Aber sonst lässt sich einfach so sein. Also nicht so ein Mensch, der auch mal im Straßencafé oder so einen Tee trinkt? Oder? Nein, gar nicht. Also dann eher dann halt beim Abendessen, wenn du mal was gut essen warst, dann nimmst du dann am Ende noch einen Espresso. Aber ich bin kein Typ, der zum Beispiel, wenn wir mit den Jungs unterwegs sind, dass jetzt alle am Flughafen jeder sich ein Käffchen holt. Da bin ich anders, da hole ich mir mein Wasser, das reicht mir vollkommen aus. Mhm. Oft verbindet man ja mit so einem Kaffeetrinken auch den Moment des Abschaltens. Wann kannst du abschalten? Wie kannst du abschalten? Mein Job ist ja schon ziemlich zeitintensiv. Oh, abschalten. Das ist ja eine gute Frage. Wann kann ich abschalten? Aber wenn ich morgens in meinem Fitnessraum bin und für mich allein bin und meinen Sport mache, das ist da der Zeit, wo ich wirklich abschalten kann. Sonst ist halt immer irgendwas, kommen Anrufe rein, da ist immer irgendwas dazwischen, kommt man daher. Glaube, die Zeit, wenn ich bei mir im Kraftraum bin und für mich allein, da kann ich, glaube, besser abschalten. Hast du eigentlich in deiner Zeit als Profi realisiert, wie viel Arbeit hinter so einem Profikader steckt? Nein, gar nicht. Also wirklich. Wir Fußballer sind eher sehr, sehr naiv und denken so, okay, wir kommen da zum Training, machen unsere gewissen Übungen, gehen auf den Platz trainieren und fahren nach Hause. Aber was dahinter steckt, habe ich erst später gemerkt, als ich da dabei bin. Und das ist schon Respekt, was die Leute da hinten alles leisten. Und daher versuche ich die Jungs immer zu erklären, Männer, warte, wenn ihr mal da hinten seid, dann bin ich mal gespannt, was ihr da zu mir zu sagen habt. Und daher jetzt ziehe ich einfach den Hut davor vor den Menschen, die für uns jahrelang Drecksarbeit gemacht haben und wir haben es nur genossen. Und daher sage ich, nicht schlecht. So ein Bus steht ja automatisch immer vor der Tür, ne? Zum Beispiel, du weißt ja gar nicht, was so ein Arbeit dahinter steht, was ja, wie oft man mit dem Busfahrer reden muss, wie die Strecke, wie lange fahren wir. Das sind ja Sachen, du als Spieler nie, du warst einfach sauer, ey, warum fahren wir wieder mit dem Bus und da immer rumgemeckert. Aber jetzt stehe ich auf der anderen Seite und wenn die meckern, dann weiß ich mal, was ich dazu sagen kann. Was genau ist eigentlich deine Aufgabe, deine tägliche Aufgabe als Leiterlizenz? Ja, Leiterlizenz bist du halt der Head of der ganzen Lizenzabteilung. Du hast ja täglich Sitzungen, du bist auch bei der Trainersitzung dabei, bist dann halt bei medizinischen Sitzungen dabei. Du hast auch Sitzungen mit deinem Teammanager, mit denen du halt den ganzen Reisen beplanst. Was könnte passieren, was können wir ändern, was können wir tun? Also es kommt sehr, sehr viel auf dich zu. Klar hast du noch ab und zu mal Gespräche mit Spielern, wo du halt dann meine Erfahrung, gewisse Sachen, was du siehst beim Training einfach reinfließen kann. Und das ist halt so das, was er am Tagtäglichen macht. Dann hast du klar Kontakt zu deinem Vorstand mit Peter Knibbel. Habe ich einen sehr, sehr engen Austausch und das kommt auch alles dazu. Und daher ist es der Tag schon sehr, sehr viel, was auf einen zukommt. Und dann kommen klar solche Termine auch noch, wenn die Presseleute mich nerven. Ich gucke da rüber, nein. Aber nee, es gehört alles dazu, aber es macht Spaß. Du stehst aber zudem auch noch täglich mit auf dem Trainingsplatz, oder zumindest dann, wenn Training ist, stehst du mit auf dem Trainingsplatz. Ist das so eine Art, ja, wie soll man sagen, Ersatzdroge, weil man hört ja oft, dass Profis es total schwer fällt, irgendwann die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Nee, Ersatzdroge nicht, aber ich versteh, was du meinst. Ich dachte, es wäre schlimm, wenn ich aufhöre, aber ich tat mir wirklich einfach dafür, weil ich auch, glaube ich, lang auch dann Teil dieser Fußballmannschaft da war. Ich war immer mit den Jungs unterwegs, das hat mich ja nicht gestört, aber man ist mal dabei, man nimmt einfach diese Energie mit, man will merken, wie die Jungs drauf sind und wir sitzen ja danach nach dem Training auch zusammen, da bin ich Teil dieses Teams und wir besprechen, was ist dir aufgefallen und das sind halt meine Einflüsse, was ich reinbringen kann von außen. Am Ende ist der Trainer der Chef und deswegen bin ich meistens da, wenn es was. Mhm. Du warst immer ein Spieler, der keinen Zweikampf gescheut hat, sehr körperbetont. Fehlt dir ab und zu dieses Gefühl an der Linie, wirklich auch da mal auf dem Platz mit eingreifen zu können? Diesen Kampf auf höchstem Niveau um Punkte? Ja klar, es gibt Spiele, wo du auf der Bank sitzt und guckst, oh Gott, wenn ich hier drauf wäre, könnte ich so einen mitgeben, den einen Spieler, der das tut. Und ab und zu hast du gewisse Spieler auf dem Platz, wo du denkst, boah, der bockt jetzt einfach mal einmal einen richtig drauf. Aber am Ende ist das so. Es ist die Zeit, man muss einfach versuchen, damit klarzukommen. Die Jungs machen es auch sehr, sehr gut. Aber
Da bin ich voll bei dir. Es gibt Momente, wo du sagst, boah, jetzt, wenn ich auf dem Platz wäre, was hätte ich jetzt gemacht? Und da geht's, das geht ab und zu mal durch den Kopf. Du sitzt ja direkt an der Linie. Wie schwer fällt es dir da oft, deine Emotionen zu kontrollieren? Oder bist du vielleicht auch als Ex-Profi und jemanden, den man kennt, an der Linie auch so ein bisschen dafür da, um mal für unsere Meinung, sagen wir mal, kundzutun? Ich glaube, ich bin ruhiger geworden. Ich glaube, die zweite Liga-Saison war schon extrem. Da waren wir sehr, sehr impulsiv. Und wir sind, glaube ich, der vierte Linienrichter oder vierte Schiri war schon. Er tat mir ab und zu mal leid. Da bin ich ja gegangen, da ist Bujo gegangen, da ist dann auch Rufen gegangen. Jetzt ist es so, dass man versucht, einfach ein bisschen ruhiger zu wirken. Aber trotzdem gibt es Momente, wo man halt auch zu den vierten Linienrichter oder Schiri gehen muss und mal ein paar Sachen klären. Aber es ist schwer. Man muss, wenn du da sitzt und als Spieler, wenn du auf dem Platz bist, kannst du deine Emotionen freilaufen lassen. Wenn du aber auf der Bank sitzt, musst du schon ein Vorbild sein, musst schon aufpassen, dass du keine gelbe Karte bekommst. Daher versucht man schon ein bisschen langsam angehen zu lassen. Aber es tut aber schon sehr, sehr. Es ist schon schwer, dass einfach das irgendwie, dass man ruhig bleibt. Apropos Vorbild. Neben deiner Arbeit auf Schalke, die ja nur wirklich auch reichlich ist, engagierst du dich privat und sozial. Du hast jetzt seit fast 15 Jahren oder genau 15 Jahren deine Stiftung für herzkranke Kinder. Du engagierst dich zudem in diversen Hilfsprojekten und für verschiedene Antirassismus-Projekte. Was bewegt dich dazu? Ich glaube, das sind Sachen, die mir wirklich am Herzen liegen. Aber, wenn du jetzt vom Herz Stiftung Rede ist ja eine Sache, die mich selbst begleitet. Ich glaube, jeder, der meine Geschichte kennt, weiß, dass ich einen Herzfehler habe. Und damals war das Ziel, was zurückzugeben. Ich glaube, ich bin Gott dankbar, dass ich trotzdem heute noch hier sitzen darf und bei so einem Thema reden darf. Von daher war für mich klar, was zurückzugeben. Und da ist es egal, wie viel Zeit ich im Verein verbringe, aber trotzdem habe ich Zeit für das Herzensangelegenheit. Und das ist halt meine Stiftung. Und dann kommt es dann auch mit den anderen Sachen, was ich mache. Klar, ich meine, ich habe auch sehr, sehr viele negative Sachen erlebt. Und es ist halt leider schade, dass wir heute noch über solche Themen reden müssen. Und ich sage es immer, ich habe drei Kinder und ich will nicht, dass meine Kinder das Gleiche durchleben, wie ich, was ich erlebt habe. Und daher bin ich einfach ein Vorbild dafür zu sagen, ich kämpfe dafür, dass es einen besseren Umgang mit Menschen gibt. Und daher gehe ich dafür. Du bist außerdem Jurymitglied bei der Ernst-Alexander-Auszeichnung, benannt nach einem ehemaligen jüdischen Spieler von uns, der durch die Nazis in Auschwitz getötet worden ist, umgebracht worden ist. Mit der Auszeichnung ehrt der FC Schalke 04 Menschen, die sich für Integration, Vielfalt und Toleranz eingesetzt haben. Glaubst du, dass die Popularität des Vereins mit so einem Preis, mit so einer Preisvergabe hilft, Menschen für die Themen und den richtigen Umgang miteinander zu sensibilisieren? Also was ich ja sehr, sehr schön finde, dass Schüler involviert sind. Das ist eine Zukunft für uns alle, das sind junge Leute, die sich dafür engagieren. Klar ist es sehr schön, wenn prominente Leute, auch Vereine wie Schalke 04 sich engagieren. Das bewegt sehr, sehr viel. Ich sage es ja immer, man sollte die Augen nicht zumachen, sondern man sollte offen über Probleme reden. Es sind aktive Probleme, die da sind, die wir einfach versuchen müssen, besser zu machen, zu verändern zu können. Da ist ja Schalke 04 ein Vorbild dafür und hoffen, dass es weitergeht. Aber am Ende, ich sag's nochmal, ich bin sehr, sehr froh, dass junge Leute das in der Hand nehmen, selbst Sachen in der Hand und versuchen, Sachen zu verändern. Wenn das so weitergehen soll, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber trotzdem, es ist schon schade, wenn wir jetzt schon dieses Thema schon noch ansprechen müssen, weil es ist Normalität, dass wir mit Menschen normal umgehen müssen. Wir befinden uns mitten in unserer Steht-auf-Woche. Glaubst du, dass es nicht nur für Jugendlichen, sondern für jeden in der Gesellschaft wichtig ist, aufzustehen und sich sozial zu engagieren? Klar, also ich sag, wie ich das auch jetzt vorher gesagt habe, ich glaube, selbst einem eigenen Haut zu erleben, auszugehen zu werden, ist das Schlimmste, was man erleben kann. Und deswegen erhoffe und wünsche ich mir, dass Menschen sowas nicht durchleben. Und deswegen sollte man aufstehen, wenn man eine Chance hat, jemanden zu unterstützen. Man sollte auch Zeichen setzen, zu sagen, ey, bei uns hat das ja keinen Platz. Und ich glaube, da sind wir als Verein Schalke 04 ein Riesenvorbild dafür, um diese Aktion zu starten. Aber trotzdem sage ich, man weiß nie, was morgen, aber trotzdem, wenn man die Chance hat, einem Mitmenschen zu helfen, sollte es man machen. Mhm. Du hast es ja schon zweimal angesprochen. Wie siehst du denn aktuell? Du bist prominent. Du bist Vize-Weltmeister. Du bist aber auch Person of Color hier in Deutschland. Wie hast du denn überhaupt das Gefühl, hat sich die Toleranz der Menschen in den letzten Jahren
verändert? Ist es besser geworden? Oder kann man gar nicht aufhören, vor diesen kleingeistigen Menschen den Finger zu heben und auf sie zu zeigen, sie bloßzustellen? Was besser geworden ist, dass man Leute es eigentlich aussprechen. Es war früher, wurde einfach nach hinten gekehrt, ach, ihr schert euch so an. Jetzt hat man, glaube ich, man hat die Chance, Sachen anzusprechen, wie es wirklich ist. Und ich will nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist, sondern ich finde es einfach, dass jetzt Leute es schaffen, den Mund aufzumachen. Und wenn du den Mund aufmachst, versuchst, bewegst du Sachen, dass es besser wird. Und daher bin ich sehr, sehr stolz, dass Leute es wagen, einfach den Mund aufzumachen, wenn irgendwas nicht passt. Ist es da auch wichtig, dass es ja immer mehr schwarze Prominente in Deutschland gibt? Wir haben die erste schwarze Ministerin in Schleswig-Holstein mit Aminata Touré. Dein Freund Nelson Müller als Koch tritt regelmäßig in Kochshows auf, ist Fernsehkoch. Nura, die Rapperin, rappt auf Deutsch. Wie wichtig ist es, dass die Menschen einfach auch mitbekommen, es ist einfach stinknormal? Ich glaube, es war, deswegen sagen wir früher, also man, glaube, damals, als ich für Deutschland spielte, war ich der erste Schwarze, der für Deutschland gespielt hat. Jetzt, wenn du einfach reinguckst, sind sehr, sehr viele Schwarzen, die für Deutschland spielen. Und am Ende geht es darum, nicht schwarz oder was, sondern es geht darum, wir tun was für unser Land. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die Menschen jetzt merken, ist egal, wo der Mensch herkommt, wir sind alle hier um ein Ziel, für das, uns, dass das Deutschland gut geht. Und wenn ein Nelson Müller sich in der Küche stellt und deutsche Essen kocht oder einer Samoa sagt, ich trage den deutschen Trikot, ist so ein Zeichen. Und deswegen sollte Leute endlich aufwachen und sagen, ey, ist egal, wir sind alle gleich. Und daher ist egal, ob der und der, sondern wir können alles was Gutes tun. Und daher bin ich sehr, sehr froh, dass endlich gewisse Akzeptanz stattfindet, auch dass gewisse Menschen auch bereit sind, auch das für Deutschland zu tun. Der Break ist jetzt ein bisschen hart. Aber ich kann nicht den Leiter Lizenz hier vom Kaffee befreien, ohne mit ihm über die sportlichen Dinge zu sprechen. Die aktuelle Situation ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, wenn man auf die Tabelle schaut. Dennoch, ich habe das Gefühl, bei uns gibt es so eine Jetzt-erst-recht-Atmosphäre aktuell. Teilst du diesen Eindruck? Ja klar, ich meine, wenn man einfach sieht, was die letzten Spiele auf dem Platz passiert sind, man sieht einfach eine Mannschaft auf dem Platz, die wirklich marschiert, die wirklich alles dafür gibt. Uns fehlt auch ein bisschen das Glück, auch mal vielleicht vorne ein Ding zu machen, aber du siehst, es ist denn was entstanden mit dem neuen Trainer, mit den neuen Bewegungen und die Fans, die uns wirklich nach vorne pushen. Hoffen wir, dass wir jetzt die nächsten Spiele so angehen können, aber trotzdem sage ich, die Entwicklung ist überragend. Du siehst, die Jungs, die dazugekommen, neu dazugekommen, wurden sehr, sehr gut aufgenommen, passen einfach rein und jetzt zählt einfach mal wieder Punkte zusammen. Mhm. Aber wie kann man diese Stimmung jetzt auch, ich sag mal, in was Zählbares, in Punkte umwandeln? Einfach alles daran glauben. Daran glauben zu sagen, wir schaffen das. Ich glaube, wenn man das Spiel jetzt Gladbach sieht, am Ende hätte man, keiner hätte gedacht, alle haben gedacht, Schalke schießt doch ein Tor. Und darauf müssen wir bauen. Das war auch die Woche, unser Ansatz zu sagen, Männer, wir können es schaffen. Und die Glaube ist da. Und unsere Aufgabe ist einfach, die Jungs diesen Mut zuzusprechen. Und am Ende geht es darum, dass am Freitag hier diese Hütte brennt und wir versuchen haben, die drei Punkte heimzubehalten. Du selbst warst ja auch Stürmer. Kannst du unseren Stürmern da zur Seite stehen und sagen, Jungs, es klappt schon irgendwann? Am Ende geht es ja gar nicht um den Stürmer, sondern am Ende geht es um den ganzen Kollektiv. Und ich glaube, wenn wir verteidigen, verteidigen wir von vorne nach hinten. Und wenn wir täuschen, schießen wir von hinten nach vorne. Mir wäre es auch schön, wenn ich einfach sehen würde, jetzt wenn der Moritz ein Kopfballtor macht, dann machen wir, die Mannschaft muss ein Tor schießen. Es muss nicht unbedingt ein Simon Terodde ein Tor schießen, es muss nicht unbedingt ein Michel Frey ein Tor, sondern es ist einfach so, dass einer von unserer Mannschaft endlich mal das Netz treffen muss. Und ich hoffe, dass es jetzt am Wochenende stattfindet. Wir haben wieder ein Heimspiel, Freitagabend gegen Wolfsburg. Du selber weißt, wie sehr dieses Stadion eine Macht sein kann, wie laut diese Fans sein können. Glaubst du, dieses Wissen und dieses Gefühl, dieses Gespür ist auch schon bei den Neuen angekommen? Ja, sehr, Kobe. Wenn man letztens die Aktion mit dem Flutlicht gesehen hat, hab wirklich gemerkt, was das mit der Mannschaft gemacht hat. Aber die am nächsten Tag noch darüber gesprochen, weil die meisten sowas gar nicht kannten. Die waren überrascht, dass fast 3000 Menschen beim Training dabei waren. Und ich glaube, zu sehen, auch jetzt im Auswärtsspiel, wie viele Fans vom Schalke dabei waren, merken die Neuen, das ist schon mächtig. Und ich glaube, du hast gesehen, man sieht auch schon, wie die Jungs schon jetzt draufgehen. Und daher weiß man schon, was Schalke von Wucht hat. Und wir hoffen, dass jetzt am Freitag auch so
weitergegangen wäre, dass wir auch zu Hause heute eben 3 Punkte beibehalten. Welchen Eindruck hast du von diesem Team, dieser Gemeinschaft, mit der wir die Mission Klassenerhalt schaffen wollen? Sehr, sehr, sehr guten Gefühl, weil ich bin jeden Tag mittendrin. Ich weiß, wie die Jungs miteinander umgehen. Ich weiß, es gehört uns so ein Team auch mal, dass man sich schon mal wirklich anderer Meinung vertritt. Aber trotzdem, wenn auf dem Platz zählt das zusammen und es passt einfach, es passt. Und ich hatte irgendwann mal Panik, oh, wir sind zu harmonisch, wir sind alle nett zueinander, aber es ist halt nicht so, sondern du siehst schon beim Training, dass ab und zu mal schon hart rangegangen wird und das ist das, was wir brauchen für den Abschiedskampf und deswegen bin ich schon erfreut, dass wir so eine Karte haben und hoffen, dass wir jetzt endlich langsam Punkten sammeln müssen. Sollten wir am Ende der Saison auf einem Relegationsplatz stehen und in die Relegation müssen, könntest du dich überhaupt irgendwie beruhigen oder wird dir deine Aufregung da schlaflose Nächte bereiten? Also ich sag's dir mal, ich habe auf Schalke auch sehr viele Erfolge erlebt und Aufstieg letztes Jahr. Aber wenn wir wirklich dieses Jahr schaffen sollten, in der Liga zu bleiben, dann haben wir eine Riesenleistung geliefert. Weil ich glaube, alle denken, ja klar, das und das, aber trotzdem ist schon eine Mammutaufgabe. Jetzt diese Punkte, die wir noch aufholen müssen. Und wenn wir es schaffen, dann ist eine der Riesengeschichte, was der Verein geschrieben hat. Und daher freue ich mich schon drauf, dass ich Teil dieses Truppe sein kann, wenn wir es geschafft haben. Daher glaube ich dran, wir tun alles dafür und wenn es ansteht, dann reden wir nochmal. Und ich glaube, dann trinken wir auch keinen Kaffee, wenn wir es schaffen sollten, sondern dann wird es wahrscheinlich auch im Fluss des Feldes. Nein, ich bleibe beim Kaffee. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg für die kommenden Spiele. Danke.